Hallo und willkommen bei FMÜS YouTube Videoblog. Heute Kino- und Filmblog Teil 1 bzw. Folge 1. Ja, um was geht es heute? Ihr habt es eben schon im Intro lesen können. Es geht heute um den Film Er ist wieder da, eine Komödie. Ja, ihr kennt es schon von meinen anderen Videos. Es folgen jetzt nun erstmal die Stats. Ja, wie ich schon sagte, kommen wir nun zu den Stats zum Film Er ist wieder da. Also produziert wurde der Film in Deutschland. Er wurde im Jahr 2015 ist er erschienen. Er hat eine Länge von 116 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Regie führte David Wendt, das Drehbuch schrieb Mitzi Meyer und ebenfalls David Wendt. Kommen wir nun zu den Hauptdarstellern. Die beiden Hauptdarsteller sind in der männlichen Rolle Oliver Masucci, er spielt Adolf Hitler, und Fabian Busch spielt Fabian Sawatzki. Dann gibt es noch eine Reihe von Nebendarstellern. Das sind Katja Riemann, Christoph Maria Herbst, Franziska Wulff, Michael Kessler, Lars Rudolph, Thomas Thieme, Marie Gruber, Gudrun Ritter, Stefan Großmann, Christoph Zrenner, Christian Harting, Maximilian Strestig. Und dann gibt es noch einige Cameo-Auftritte von Klaus Häufer Umlauf, Joko Winterscheid, Frank Blasberg, Daniel Aminati, Jörg Thaddeus, Roberto Blanco, Michaela Schäfer, Dagi B oder Dagi B, Fresh Talk, Robert Hofmann und Joyce Ilk. Soviel zu den Stats. Es folgt nun die Handlung. Ja, nun zur Kategorie Handlung, also mal grob die Handlung möchte ich euch erzählen. Also es geht in dem Film darum, dass Adolf Hitler im Jahr 2014, 69 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eben in Berlin, ja bei bester Gesundheit aufwacht, man muss eh schon sagen auftaucht, und ja, gar nicht realisiert, dass der Zweite Weltkrieg natürlich längst vorbei ist ja, dann in einem Zeitungskiosk Unterschlupf findet und dort auch rein zufällig jemanden kennenlernt, mit dem er gemeinsam eben dann eine Art Film dreht. Oder nicht eine Art, er dreht einen Film, definitiv. Ja, fährt eben durch Deutschland dann mit Hitler und ja, erstellt eben diesen Film. Das ist so die grobe Handlung, sage ich mal. Das Ende und so möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. Das hat hier auch nichts zu suchen. Denn ich möchte euch ja nicht verraten, wie der Film im Endeffekt ausgeht. Ich möchte nur die grobe Handlung mal eben erzählen. Und ja, das habe ich hiermit getan. Ja, kommen wir nun zu einigen wissenswerten Fakten zu dem Film, die für euch hoffentlich interessant sein werden. Einmal eben die Tatsache, dass die Szenen sind ja im Stil einer Dokumentation gedreht und teilweise mit echten Schauspielern, teilweise aber auch mit unbeteiligten Passanten, die nichts davon eben wussten. Natürlich wurde im Nachhinein die Genehmigung eingeholt, dass man sie in dem Film zeigen darf, das ist ja ganz klar. Aber im Prinzip wussten die während dem Dreh nicht, dass das alles nur eine Parodie praktisch ist, eine Komödie ist und nicht unbedingt, dass es also nicht realistisch gerade ist. Deswegen führte das oft auch zu Problemen beim Dreh, wie man sich wahrscheinlich unschwer vorstellen kann, dass teilweise dem Filmdreh oder dem Filmteam Schläge angedroht wurden von Passanten eben. Ja, die Fernsehshows, in denen Hitler aufgetreten ist, die gibt es teilweise wirklich, wie zum Beispiel Zirkus Halligalli gibt es ja wirklich, oder auch Hart aber fair mit Frank Blasberg gibt es ja genauso in Realität. Und hier hat man eben teilweise auch sogar die echten Studios benutzt, um dort zu drehen. Also da hat man so gesehen keinen Aufwand gescheut, das eben durchzuführen. Ja, und noch eine dritte Sache, die noch ganz hilfreich ist. Der Film erhielt von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll. Ja, dazu gleich mehr in der Bewertung. Ja, noch jetzt zur Abschlussbeurteilung sozusagen.
Da wäre zu sagen, also der Starttermin von dem Film war ja am 8. Oktober 2015, da lief er in den Kinos an. Inzwischen läuft er natürlich nicht mehr im Kino. Er ist aber bereits ab dem 7. April, also so in circa 3 Wochen ungefähr, gibt es ihn dann zu kaufen auf DVD im Handel. Und ja, nun zur Beurteilung, wie gesagt, also die Seite filmstarts.de, wo ich auch meine Informationen herziehe, ist auch eine ganz gute Seite eigentlich. Die hat den Film mit einer Note von 3,5 bewertet, von 5, ja. Also 5 ist da ja auch natürlich die beste Note und 0 die schlechteste Note. Pressekritiken etwas schlechter, da gab es von der Presse eine 3,0. Und die User sagen im Durchschnitt 3,6. Ja, natürlich gibt es auch noch mein Senf dazu, sage ich mal. Und ja, ich gebe eine 4,1. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Viele sagen oder fragen sich, ja, kann man denn überhaupt eine Parodie über Hitler machen? Ja, man kann, definitiv sogar, wenn sie gut gemacht ist. Nicht so gut gelungen finde ich zum Beispiel sowas wie Mein Führer mit Helge Schneider in der Hauptrolle. Das finde ich nicht so gut gelungen. Das hier bei Er ist wieder da ist definitiv wesentlich besser gelungen, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, von mir eine 4,1. Also die DVD könnt ihr euch gut und gerne besorgen. Ist schon eine gute Komödie, wie ich finde. Ja, das war es auch schon wieder heute von FMÜS YouTube Videoblog. Insbesondere mein Kino- und Filmblog Teil 1. Und ja, ihr kennt das ja schon. Fragen, Anregungen, Kritik einfach hier unter das Video posten. Auch gerne bei Facebook könnt ihr es natürlich auch gerne posten, wenn ihr das wolltet. Auch das ist gern gesehen. Und ansonsten abonnieren und mich weiterempfehlen. Oder nicht mich weiterempfehlen, sondern die Seite weiterempfehlen. Ja, viel Spaß noch mit meinen weiteren Videos und bis bald. Euer FMÜS.